Jetzt sind wir hier gerade an der Veranstaltung Erlebnis Berufswahl vom S&B-Institut. Es hat mich sehr motiviert herzukommen, weil ich hier ganz viele interessante Leute treffe und ganz wirklich up-to-date, ganz aktuelle Themen aufgegriffen werden zur Berufswahl, zur Begleitung von Schülern. Was mich persönlich sehr angesprochen hat, ist das Projekt LIFT für Jugendliche, die mehr Schwierigkeiten haben, eine Lehrstelle zu finden, dass die von einem Verein begleitet werden. Ich bin der Hans-Rudi Hottinger, der für LIFT schon seit 15 Jahren umeinander weibelt und jetzt mit dem Simon zusammen die Roadshow, so seit 2-3 Jahren machen wir das schon. Mein Name ist Caroline Zicker und ich bin Leiterin Berufsbildung bei der Flughafen Zürich AG und habe die Möglichkeit gehabt, uns auch als Lehrbetrieb vorzustellen. Ich habe das meinen Lernenden übertragen und ihnen den Auftrag gegeben, hey, das ist jetzt die Möglichkeit, dass wir den Beeinflusser zeigen und aufzeigen, was wir für Möglichkeiten haben. Überlegt euch, wie ihr das gerne machen möchtet. Und die Lernenden sind dann zusammengehockt und haben für sich überlegt, wie sie das präsentieren wollen und ihre Leidenschaft für den Beruf möchten den Gästen überbringen. Ich finde Berufswahl allgemein ein interessantes Thema. Und eben so ein bisschen, gerade das mit den handwerklichen Berufen, die so ein bisschen schwierig sind, um die Jugendlichen dafür zu begeistern, beteilige ich mich gerne daran, dass wir das irgendwie anbringen. Ein ganz wichtiger Punkt war das Portfolio. Das hat mir extrem gefallen, weil das eben für die Schüler selber ist, wo sie sich selber von der ersten bis zur dritten Sekundarstufe begleiten lassen können durch dieses Programm. Aber auch, dass es so ein Tool ist für Lehrer, die dann auch die Berufswahl wirklich sehr strukturiert und sehr kompetent durchführen können mit dieser Hilfe. Das hat mir sehr gefallen. Das hat mir sehr, sehr eingeleuchtet. Und ich würde mich sicher mit so einem Account anmelden, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns natürlich die Gedanken auch machen, schauen, was da im Moment abgeht. Und das hilft. Im Grunde genommen ist es so, dass das Portfolio von mir aus eine von der besten Entwicklungen ist und zeitgemäss und mit den Medien geht. Und das muss man unter die Lehrer bringen.